Wunderschönen guten Tag zu diesem neuen kleinen Video hier auf dem Kanal, und am Samstag gibt es ja mal ein bisschen was anderes, und wer schon länger dabei ist, der weiß ja ganz genau, ich habe hier auch öfter mal Sachen auf dem Kanal, die vielleicht nicht so zum Gaming gehören, aber doch schon irgendwie wichtig sind. Unter anderem zum Beispiel den Twistboom Arm S6 heute mal, und ich muss zugeben, ich habe schon seit Ewigkeiten Low-Profile-Mikrofonarme im Einsatz. Die haben folgende Vorteile. Erstens, man kann sie unter dem Monitor durchführen. Das heißt, sie hängen hier nicht irgendwo immer im Bild, im Gesicht rum. Zweitens, sie haben keine Federn. Also das heißt, die können auch nicht kaputt gehen oder ähnliches. Die fangen nicht irgendwann an zu quietschen. Und drittens, naja, sie sind relativ teuer. Aber ThroneMax hat sich gedacht, wir machen jetzt mal so ein Komplettpaket, und ja, das ist wirklich vernünftig, vor allem für den Preis, aber dazu kommen wir erstmal später. Das Mikrofon hier ist übrigens auch von ThroneMax, da nehmen wir heute das komplette Video mit auf. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt, und das wird am Ende verlost. Auf jeden Fall eine coole Sache. Gut, kommen wir mal zu dem eigentlichen Mikrofonarm. Das ist der Twistboom Arm S6. Und ja, was soll man sagen? Ihr seht schon, es ist ein wenig anders gemacht als der übliche Mikrofonarm, die ja erstmal so hoch gehen und dann runter. Wer das trotzdem haben will, der bekommt hier eine relativ krasse All-in-One-Lösung. Machen wir das Ganze mal auf und schauen da direkt mal in das Paket rein. Da haben wir erstmal natürlich hier Klopapier, ihr wisst Bescheid, einen schönen Sticker, aber auch noch andere wunderbare Sachen, die hier in der Packung drin sind. So zum Beispiel hier diese schönen Reißverschlussclips, damit man auch die Kabel wunderbar befestigen kann. Aber kommen wir erstmal zu der Besonderheit, denn wir haben hier erstmal angefangen mit dem Teil, die Basisversion des Aufsteller, sage ich mal, und die ist so knapp 6 cm hoch. Wenn ihr jetzt aber sagt, das reicht mir nicht, dann müsst ihr bei anderen Herstellern, naja, sagen wir mal, den Rest dazu kaufen, wenn ihr es ein bisschen höher haben wollt. Hier ist schon alles mit dabei. Da haben wir nämlich zum Beispiel diesen kleinen Nupsi, sage ich mal, ja, der ist nochmal 10 cm höher, das heißt, ihr kommt hier schon mal auf 16 cm. Oder aber, wenn ihr sagt, ich brauche doch noch ein bisschen mehr, dann habt ihr noch den größeren und dann habt ihr insgesamt 34 cm in der Höhe. Und das ist auf jeden Fall schon mal ganz nice, je nachdem, wie ihr das Mikrofon anbringen wollt. Weiter geht es natürlich erstmal mit der Halterung, und damit wird einfach am Ende dieses Teil hier verschraubt. Bis zu 6 cm darf der Tisch breit sein. Stabiles Schraubgewinde, dann haben wir hier so eine Soft Application, also auch hier wird der Tisch dann im Idealfall geschützt, und das ist natürlich alles massives Metall. Wir kommen mal zu einem Ding, was ich nicht so gerne verwende, und zwar die Scheibe hier, und die könnt ihr dann, wenn ihr wollt, direkt auf euren Tisch befestigen. Deswegen bin ich immer eher Fan von diesem Halterzeug, sagen wir es einfach mal so. So, dann kommen wir hier zum ersten Teil, dazu kommen wir aber gleich. Dann kommen wir hier zum nächsten Punkt, der zweite Teil des Arms. Und da sieht man jetzt schon den großen Unterschied, denn wir haben, wie gesagt, keine Feder drin. Man steckt die Sachen einfach ineinander und kann den dann bewegen ohne irgendwelche Knarzgeräusche. Es muss keine Feder geölt werden oder sonst was. Und das mag ich sehr an diesen Low-Profile-Armen. Am Ende kommt dann noch der Aufsatz da drauf, und der ist natürlich universal verstellbar. Und dann seht ihr schon, ihr könnt es im Grunde genommen drehen, wie ihr wollt, in sämtliche Richtungen. Dann müsst ihr es nur noch festziehen, je nachdem, wo das Mikrofon am Ende sein soll. Und ihr könnt das dann ausrichten. Jetzt ist aber so, dass viele Mikrofone mit unterschiedlichen Halterungen kommen, und auch daran hat ThroneMax gedacht, und das ist wirklich angenehm, denn ihr könnt euch aussuchen, welches Mikrofon ihr da raufschraubt. Es ist nicht nur begrenzt auf die eigenen Mikrofone, sondern ihr müsst einfach den passenden Adapter finden. Zum Beispiel bei meinem SM7B hatte ich wirklich das Problem, erstmal einen Adapter dafür zu haben. Da musste ich hier so ein bisschen rumfummeln. Da liegt zwar ein Adapter bei, aber der hat nicht zu meinem bisherigen Arm gepasst. Dazu kommt auch noch, dass ihr, wenn ihr gar keine professionelle Kamera oder kein Mikrofon benutzt, dann nehmt doch einfach diese wunderbare Handyhalterung hier. Da könnt ihr dann wie üblich euer Telefon einspannen und es ebenfalls an der Halterung anbringen. So, mittlerweile sind ein paar Tage vergangen, und was soll ich sagen? Der Aufbau hat nur 10 Minuten gedauert, aber manchmal kann es halt so gehen.
Was kann ich denn jetzt als Fazit zu diesem Mikrofonarm sagen? Also wenn ich eins bemängeln müsste, dann ist es halt die Unterseite von dem Mikrofonarm. Das ist halt nur eine Kunststoffabdeckung. Davon seht ihr aber zum Glück am Ende nicht mehr viel. Ansonsten passt die Verarbeitung. Und was kostet das Ganze denn jetzt? 79,99 werden aufgerufen, inklusive dem kompletten Zubehörpaket. Und das bekommt ihr bei anderen Herstellern nicht. Außerdem konnte ich jetzt in der Zeit, und das ist der Vorteil, wenn es mal ein bisschen länger dauert, auch mal rausfinden, dass man diese Streben, also diese Stangen, auch in der Mitte aufsetzen kann. Und damit ist man halt ein bisschen individueller. Das finde ich eine richtig coole Sache meines Erachtens nach. So kann sich jeder für sein Setup vorbereiten. Mein Favorit ist es immer noch, den Mikrofonarm unter den Monitor schieben zu können, damit der nicht auf dem Tisch hier irgendwie rumschwebt. Und dann sind es 18 cm, die der Monitor über dem Mikrofonarm schweben muss. Also auch schon mal eine ganz coole Sache. Und ja, falls ihr auch Interesse an dem Mikrofon habt, das ist auch richtig cool. Hier gibt es auch nur eine Kleinigkeit, die ich bemängeln würde. Und zwar ist das kein Metallgehäuse, sondern ein Kunststoffgehäuse. Dafür hat das Mikrofon aber auch alles, was ihr braucht. Unter anderem zum Beispiel eine Stummschaltertaste, die ihr einfach aktivieren könnt. Ihr könnt verschiedenste Sprachmodi einstellen, die alle so ein bisschen unterschiedlich klingen. Ein bisschen halliger, ein bisschen basslastiger. Könnt euch das dann aussuchen. Und hier hinten auch noch ein Gain- und ein Lautstärkeschalter, was ich auch richtig cool finde und was nur wenige USB-Mikros bieten. Also wo ich das gemacht habe, USB-Mikros, da hat jeder immer gesagt, nee, lass das sein, mach das nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, ich könnte doch auch wesentlich weniger Geld ausgeben. Da muss ich aber sagen, ja, so ein Mikrofonarm kriegt man natürlich für 20 bis 30 Euro, aber die sind meistens Mist, die übertragen Geräusche auf das Mikrofon und so. Lasst das lieber sein. Hier habt ihr auch All-Inclusive, das heißt, ihr braucht hier keinen Popschutz, nichts, gar nichts. Das Ding kann alles von Haus aus und das ist schon mal eine Investition wert. Insgesamt kostet der Mikrofonarm 79,99, das Mikrofon 129,99. Da bekommt ihr dann auch noch alles an Zubehör mit dazu. Eine Tasche, zwei unterschiedlich lange USB-Kabel und ihr könnt hier, wie gesagt, eine ganze Menge am Mikrofon verstellen. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich auch die Beleuchtung einfach abstellen. So, das war es dann allerdings auch schon mit diesem kleinen Video zu diesem kleinen Mikrofonarm. Vielen lieben Dank an ThroneMax, die das hier unterstützt haben. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Und wenn ja, lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Zu guter Letzt, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, ihr könnt dieses Mikrofon gewinnen. Coole Sache, oder? Schreibt mir einfach darunter, was ihr damit machen würdet. TikTok, YouTube oder was weiß ich. Und dann schicke ich euch das zu, wenn ihr ausgewählt werdet. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.